So, wir sind jetzt auf der Suche nach was zu essen und es ist verdammt gutes Wetter, was wir nicht erwartet haben. Yay! Und ja, jetzt suchen wir uns was zu essen. Dann geht's weiter. So, wir sind jetzt in den Laden reingegangen, weil wir keine Ahnung hatten, was es gibt. Das ist sau cool hier. Es ist wirklich nur alles japanisch, es gibt keine Bildchen für uns. Es gibt nur ein Menü, ja. Ein was. Wie immer. So, ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Keine Ahnung gerade, was das ist. Okay, so Kevin sagt, es schmeckt wie Königsberger Klopse. Miso-Suppe noch dazu. Das ist richtig lecker, auf jeden Fall. Schmeckt gut. Ja, dann Jungs. Wir haben uns jetzt entschieden, zum Edo-Museum zu gehen. Also zum klassischen Tokio sozusagen. Das Back to the Roots, ja. Und ja, da schauen wir dann gleich nochmal rein, wenn wir drin sind, ne? So, hi, wir haben jetzt schon die Führung gemacht komplett. Wir laufen jetzt nochmal kurz ein bisschen grob durch. Ich zeige nochmal ein, zwei Highlights. Also es war schon richtig cool für mich. Und vor allem, wir haben auch eine Führung bekommen, die konnte Deutsch. Und das war ganz nett. Da haben wir echt ein bisschen noch was erfahren, was wir vorher nicht wussten. Und guck mal, wie cool das gemacht ist. Schauen sogar alle hoch. Richtig cool. Altes Theater, auch richtig nice. Finde ich echt cool, wie sie so alles hier aufgebaut haben. Hammer, dann die Brücke. So, das ist jetzt das, die normale Stadt für die normalen Bürger. Jetzt sehen wir gleich mal im Vergleich von den Fürsten, wie der gelebt hat, was der für einen Raum gehabt hat. 1:1 die gleiche Größe. Achtung! Der hat ungefähr diese Fläche gehabt. Das sind ungefähr 2 Fußballfelder. Und ja, da lebt sich schon ganz gut, ne? So mit Frau, Kind und vielleicht mal noch ein Gast. Jetzt mal ein traditionelles Wohnzimmer. Ungefähr 3 Personen drin gelebt, meistens 3 bis 4. Also halt Familie halt, ne? Ja, wir sind jetzt hier beim Essen. Und gleich werden wir nochmal. Genau, werden wir auch nochmal. Super, Senpai, Omi-san. Arigato, Animasta. Okimasu. Ja, mein Master. So, jetzt nach Essen haben wir sind wir wieder nach Akihabara und jetzt wird noch mal ein bisschen geshoppt, weil gestern hatten wir irgendwie gar keine Zeit zum Shoppen. Oh, Leco Mio, ey. Da müssen wir jetzt mal richtig richtig shoppen gehen jetzt, ne? So, also ich finde, bei Nacht sieht das Ganze schon noch mal ein Ticken geiler aus hier. Prächtig. Und jetzt gehen wir mal wahrscheinlich in den Maid-Café, oder? Glaube ich. Wenn noch eins offen hat, müssen wir mal schauen. Ja, 10 Euro nur, dass du hier 6 Euro. So, wir sind jetzt im Maid-Café, wir zahlen 6 Euro dafür, dass wir nur da sitzen dürfen. Ha? Leute, wir sind jetzt gerade im Maid-Café, wir dürfen innen nicht filmen, wir wurden schon gerade am Hand. Wie es allen so geht, aber wir sind gerade hier am Seitenausgang. Ist einfach so geil hier. Warte mal, ich filme hier rum. Warte. Ist richtig hell trotz der Nacht, ne? Richtig krass. Mach mal mit.
Was noch ein kleines Review zum Maid-Café? War schon gut, oder? Es war eine geile Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also wir hatten die ganze Zeit gute Laune. Ja, es hat echt Spaß gemacht. Als ich dann richtig gesungen habe und wir dachten, es geht zu Ende und es geht wieder von vorne los. Wieder klatschen, klatschen, klatschen. Ja, aber war echt geil. Wir haben auch was bekommen. Das Wie fandet ihr es? War gut? Aber es war amüsant. Ja, nur der Alkohol war alkoholfrei. War schon witzig, Alter. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Woo! Let's show them we are better. Let's spend the night together, together in my room. Yeah, everybody, rock your body right. I want for the left, back street, back, all right. That's okay. Tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I tell you what I want, what I really, really want. Who let the dogs out? Woo! 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 Woo!